Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 10. November. Gut, und wir beginnen wieder mit unserem wichtigen Monatschart, wo der DAX weiterhin unter dem Fibonacci-Wicker und unter dem 10er EMA im Monatschart notiert. Der 10er EMA befindet sich aktuell im Monatschart bei 15.360 Punkten ungefähr, im Einklang mit dem Fibonacci-Wicker hier. Hier haben wir dann also auch hier den massiven Widerstandsbereich, wo der DAX dann nach oben durchbrechen muss, damit sich die Lage dann weiter auffällt. In diesem Fall bei einem nachhaltigen Durchbruch würde sich die Lage natürlich langfristig deutlich aufhellen. Prallen wir hier hingegen, wie von mir aktuell erwartet, in diesem Bereich wieder nach unten ab und führen zunächst einen Rücklauf durch. Dann wäre die nächste Anlaufmarke zunächst hier die Unterstützung bei 15.200 Punkten und darunter möglicherweise dann der Bereich von 15.000 und 14.820 Punkte, wo sich ebenfalls eine wichtige Unterstützung befindet. Zu beachten ist, dass wir ja nach dem Verlaufshoch bei 16.528 Punkte hier eine normale Korrektur durchgeführt haben. Wir lagen ja zuvor hier lange im Aufwärtstrend, sind monatelang angestiegen und haben dann hier letztendlich nach 16.528 Punkte einen Rücklauf eingeleitet und sind dabei eben auch unter den Fibonacci-Fächer und unter den 10er EMA gefallen. Ob es nach dem Durchbruch hier im Vormonat unter den 10er EMA zu einer direkten Wiedereroberung des 10er EMAs und einen direkten Anstieg kommt, bleibt abzuwarten. Bisher gehe ich eher davon aus, dass wir hier einen Retest durchführen des 10er EMAs und dann in der Folge wieder nach unten abdrehen und die Abwärtsbewegung dann zunächst weiter fortsetzen. Und dann wird es natürlich darauf ankommen, wie weit diese Abwärtsbewegung läuft. Und dazu schauen wir uns nun den Wochenchart und in der Folge dann den Tageschart im DAX an. Gut, wir haben hier nun den Wochenchart vorliegen im DAX, wo wir mittlerweile etwas über den 50er EMA angestiegen sind. Der notiert im Wochenchart bei 15.291 Punkte. In diesem Bereich könnten wir also ein Verlaufshoch bilden. Der 50er EMA ist ja bei Korrekturen, bei Erholungen in diesem Fall dann eine Anlaufmarke und in der Folge könnten wir praktisch hier nach dem Anstieg leicht über den 50er EMA der Abwärtsbewegung, der übergeordneten Abwärtsbewegung folgend dann wieder nach unten abdrehen und dann zunächst hier im Wochenchart die Unterstützung zwischen 15.000 und 14.930 Punkte anlaufen. Darunter wäre dann natürlich hier der steigende Fibonacci-Fächer die nächste Anlaufmarke. Können wir direkt nach oben durchbrechen und hier die Aufwärtsbewegung seit 14.588 Punkte direkt weiter fortsetzen, wäre die nächste Anlaufmarke der Widerstandsbereich um 15.500 Punkte. Gut, hier haben wir dann den Tageschart vorliegen. Da sehen wir, dass wir uns weiterhin trotz der Erholung hier unter der Ichimoku-Wolke befinden, zudem auch weiterhin hier klar im Abwärtstrend befinden, aber in einer sich ausdehnenden Erholung. Es dürfte nun darauf ankommen, wie weit dann die erwartete Korrektur laufen wird. Wir haben hier, wie gesagt, dann als nächste Anlaufmarke auf der Unterseite die Unterstützung um 15.000 Punkte. Das wäre dann die nächste Anlaufmarke, sollte es hier zu einem nachhaltigen Abprall am 200er EMA bei 15.369 Punkte aktuell kommen. Nur kurz darüber notiert ja auch hier die untere Begrenzung der fallenden Ichimoku-Wolke. Wir befinden uns also hier vor einem massiven Widerstandsbereich im DAX. Und bei einem Rücklauf wird es dann darauf ankommen, ob wir hier den 10er EMA, die hellblaue Linie im Tageschart bei aktuell 15.120 Punkten ungefähr direkt nach unten durchbrechen können oder ob wir uns hier erneut fangen, genauso wie bereits zuvor, und dann erneut nach oben abdrehen und die Aufwärtsbewegung, die kurzfristige Aufwärtsbewegung dann weiter fortsetzen können. In diesem Fall wäre das ein bullisches Signal und dann auch mit einem weiteren Hochlauf hier möglicherweise über den 200er EMA zu rechnen, womit dann ein weiteres Stärkesignal generiert werden würde. Gut, und abschließend kommen wir dann zu den Markierungslinien im DAX. Da hatte ja der Short-Bereich zwischen 15.330 und 15.380 Punkten gelegen. Das hat am Donnerstag dann gut geklappt. Wir lagen ja im Tageshoch bei 15.365 Punkten. Danach ging es wieder abwärts und wir könnten nun möglicherweise nach dem Verlaufshoch bei 15.365 Punkte, wie gesagt, vor einem längeren Rücklauf stehen. Für den heutigen Freitag bleibt der Long- und Short-Bereich unverändert.
verändert. Also Short-Positionen sind weiterhin hier um 15.330 bis 15.380 Punkte und Long-Positionen zwischen 15.010 und 14.960 Punkte möglich. Gut, und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Morning Call. Ich melde mich dann wieder am Montag mit dem ING Markets Morning Call und dem ING Markets Chart Flash. Wünsche Ihnen noch viel Erfolg im heutigen Trading und ein erholsames Wochenende.